Moin, hier ist Dr. Du. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute gibt es ein Winter-Update. Ihr habt vielleicht schon von Björn das neue Video gesehen zur Erwärmung des Akkus vor der Abfahrt. Ich hatte ja schon mal zwei Videos dazu gemacht. Die verlinke ich hier auch nochmal oben. Es hat sich aber gar nicht so viel geändert. Das heißt, ich habe ja bislang immer geladen und durch diese Ladeeinheit ist der Akku ja auch erwärmt worden. Natürlich nicht so stark, als wenn ich den Stator entsprechend aktivieren kann, dass der dann auch noch mitwärmt, also die eigentliche Akkuheizung. Das hat sich dann natürlich immer dann ergeben, wenn ich zugefrorene Scheiben hatte und dann quasi auch die Innenraumtemperatur aktiviert hatte, manuell über die App. So, und das Ganze, was Björn da jetzt rausgefunden hatte, das wollte ich jetzt mal nochmal testen, wie das hier mit dem Standard Range Plus ist. Seid gespannt! Oh, 5.45 Uhr ist Ladestart, 11 kW zieht er, der Rest das Haus. Dann haben wir hier die Klimaaktivierung um 6.04 Uhr, Abfahrt 6.10 Uhr. Hier sieht man gut, bei 48% Ladestand habe ich nicht die volle Leistung rechts zu erkennen an den Punkten und die Rekuperation ist auch arg vermindert. Aber deutlich besser, als wenn ich nicht geladen hätte. Damit das vergleichbar ist, hier meine Software, das ist die 2020-4810. Nun starten wir hier bei 3 Grad Außentemperatur, blauer Balken, Schneeflocke, Rekuperation vermindert und die Beschleunigung. Der schmale blaue Balken ist hier bei dem Ladezustandsbild auch gut zu sehen. Nun starten wir das alles über die App, das heißt Klimaanlage an und los geht's bei 9 Grad Innenraumtemperatur. Das Ganze fängt dann so mit 7,3 kW an, 200 Watt hat ungefähr das Haus, geht dann ein bisschen höher auf 6 kW. 8 kW, der Ladestecker ist ja gesteckt, das heißt die Netzversorgung steht, wie ihr hier seht, dann geht das wieder auf 6. Dann haben wir schon nach 2 Minuten schon 19 Grad erreicht, das geht also relativ schnell. Hier seht ihr nochmal mein Ladeziegel von Tesla, der arbeitet schön, liefert die Energie. Ja, und dann geht das schon runter hier auf 6 kW, das heißt das Ganze pendelt sich so bei 6 kW ungefähr ein. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, schwankt so ein bisschen. Ja, und was sehen wir nun? Der Akku ist 2% gestiegen, das heißt, er ist nicht mehr ganz so kalt. Ein wenig wurde somit der Akku erwärmt, aber nur ein wenig, denn die Rekuperation ist noch recht groß. Hier gleich mal im Vergleich das Bild zum Start und dann 30 Minuten später. Also Rekuperation ist nahezu identisch. Und die Reduzierung der Beschleunigung, da im rechten Bereich, die 3 Punkte sind verschwunden. Nun aktiviere ich die Klimaanlage hier manuell. Das heißt Innenraumerwärmung, Klimaanlage schalte ich aus, dann soll ja die Innenraumerwärmung starten und auch die Akkuheizung. Schauen wir uns das Fahrzeug an, 72% und ihr seht links oben die Rekuperationspunkte, das heißt kaum Rekuperation, also ich muss mechanisch bremsen an der Stelle. So, dann schauen wir uns die Leistung an, der startet hier mit 9,4 kW, das ist also Innenraumheizung plus Akkuheizung. Wo ich vermute, dass jetzt der Schwerpunkt mehr auf der Innenraumheizung liegt. Ja. Und das geht langsam runter. Jetzt haben wir die 19 Grad Innenraum erreicht. Jetzt wird es interessant. Also knappe 6 kW heizt die Akkuheizung. Dann geht das schwankt so zwischen 4, 5, 6, geht immer so ein bisschen hin und her. Ist nicht wirklich linear, ja, dass das linear runtergeht, kann ich nicht bestätigen. Und nach einer halben Stunde habe ich dann entsprechend abgebrochen. Und dann seht ihr, alles klar, ich habe extra nochmal in D geschaltet, damit das auch wirklich sichtbar ist, weil manchmal ist das nicht sichtbar. Volle Leistung. So, das Fazit. Ja, über die App funktioniert es leider nicht so perfekt. Also über die App haben wir eine gewisse Akkuerwärmung. Da verschwinden dann die Beschleunigungspunkte und der blaue Balken und die Schneeflocke. Wie viel Grad das genau ist, kann ich ja nicht sagen. Ich habe ja diese CAN-Bus-Schnittstelle nicht. Da müsste man vielleicht bei Björn noch mal in dem Video gucken, ob man das dort sieht. Ah, schade. Ich hätte das mir wirklich gewünscht. Also Tipp für Elon hier bitte, dass ich auch die Klimaanlage über die App ausschalten kann. Weil ich denke mal, das ist auch ein Problem. Das heißt, die Prio liegt auf der Klimaanlage. Über die App ist die Klimaanlage immer an. Und wenn ich jetzt hier manuell ins Auto gehe, habe ich ja die Klimaanlage ausgeschaltet. So, und dann habe ich wirklich die Prio auf die Akkuheizung. Und ihr habt ja gesehen, manuell funktioniert das perfekt, wirklich. Also das geht ja. Hängt natürlich davon ab,
Wie ist der Ladezustand? Wie viel Rekuperation, Reduzierung habe ich? Was ist die Außentemperatur? Je kälter es wird, desto länger dauert natürlich auch die Akkuerwärmung, nicht? Also da muss man sich ja nichts vormachen. Die andere Kombination wäre nochmal schön, wenn man quasi diese Abfahrtzeit einstellt. Das habe ich bislang ja nicht gemacht. Ich habe ja bislang immer einfach geladen. Aber über das normale Laden, also Ladebeginn um, ich sag mal, eine halbe Stunde vor Abfahrt, habe ich immer gemacht. Aber über das normale Laden wird ja nicht so stark der Akku erwärmt. Das heißt, ich hatte immer noch eine starke Rekuperationsverminderung, jetzt in diesem Winter. In den letzten Wintern war es anders, da war es also deutlich besser. Da hat also die Akkuheizung ein bisschen da wohl auch mitgearbeitet. Was jetzt mit der Software, also ich habe den Eindruck, dass die Software sich halt jetzt verändert hat und dass halt das Winterverhalten dadurch auch anders wurde. So, und mit der Abfahrtzeit, das heißt, ich plane genau um 6 Uhr, da steht ja wirklich, dann ist der Wagen perfekt vorkonditioniert. Da hat mein Kollege mir aber auch einen Tipp gegeben, er macht das immer so und er hat auch nie die volle Rekuperation. Das heißt, er hat meistens so 10-15% Reduzierung, weil wohl das Auto nicht exakt bis zur Abfahrtzeit lädt bzw. wärmt den Akku. Der hört halt eher auf. Ja, aber das werde ich jetzt machen. Das heißt, ich werde jetzt mal schauen, dass ich dann die Abfahrtzeit nutze. Ich will ja gar nicht so viel laden immer zu Hause, weil ich ja meistens an den Ladesäulen lade. Dann würde ich sagen, ich reduziere das Limit, dass ich nur ein bisschen lade. Und dann gucke ich mal, dass dann der Akku entsprechend auch warm ist. Ich glaube, das lohnt sich. Und man schont parallel den Akku, nicht? Also das ist auch eine gute Sache. Auch wenn man natürlich sagt, komm, ich habe da Garantie drauf. Egal, ich fahre, wie ich fahre, nicht? Aber ich denke mal, das ist ja nicht schlecht, ein bisschen Pflege zu halten. Also schreibt mal unten in die Kommentare eure Meinung dazu, wie ihr das so erlebt habt, was ihr meint, was der beste Tipp ist. Und ich würde mir das über die App wünschen. Das heißt, ob nun Ladestecker gesteckt oder nicht, ich starte über die App, brauche halt 3 kW. Das wär wirklich gut. Und dann das kann man auch machen. Aber das wollen die Leute ja nicht, diese Autofirmen, die wollen ja nicht, dass so viele manuelle Eingriffe passieren. Sondern das soll ja alles automatisch laufen. Bloß die Automatik funktioniert halt nicht immer so gut. Also bis zum nächsten Mal.